So, heute machen wir ein bisschen was Technisches an unserem 107er. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Leerlaufregler oder Leerlaufsteuerventil oder Leerlaufstiller, wie man es auch immer nennen will. Jetzt bei diesem Motor, das ist ein M117 967, also der Motor vom 560 SL. Da ist hier unser Leerlaufstellventil angebracht. Direkt unterm Luftfilter. Wir werden jetzt den Luftfilter runter machen. Der ist befestigt einmal am Kurbelwellegehäuse hier mit 10er Mutter, genauso wie hier auf der anderen Seite. Den bauen wir uns ab und dann schauen wir uns unser Leerlaufstellventil an. Unser Luftfilter ist ab, der war hier drauf. Jetzt sehen wir unseren Leerlaufregler hier. Den schrauben wir jetzt noch geschwind ab. Der ist hier mit der 10er Mutter befestigt und hier vorne die zwei Luftanschlüsse mit dem Bypass hier. Und den Stecker ziehen wir ab und dann schauen wir uns den mal genauer an. So, wir sind jetzt hier unten in der Werkstatt. Hier haben wir unseren Leerlaufregler. Den haben wir jetzt oben ausgebaut. Der sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Das könnte durchaus schlimmer sein. Die werden zwar nachher trotzdem noch reinigen mit Bremsereiniger. Einige sagen, ja, nicht mit Bremsereiniger dahin gehen. Ja. Aber ich denke, das kann man bedenkenlos beim Leerlaufregler machen. Da gibt es auch noch andere Videos. Da hat man das bei weitaus aufwendigere Leerlaufregler durchführt, das funktioniert alles, kann man machen. Und dann wollen wir den nachher ein bisschen reinigen. Hier über die Funktion, das ist schon ein elektronisch angesteuerter Leerlaufregler, wo Mercedes, soweit ich weiß, Anfang der 80er, also so 80, 81, dann umgeschwenkt hat und die elektronische eingebaut hat. Wird mit 12 Volt logischerweise angesteuert. Und um zu testen, ob das alles noch reibungslos funktioniert, kann man den mit dem Netzteil, schließe ich den jetzt hier an, schaue, dass er nur 12 Volt hat, nicht mehr. Das ist denn hier unter Strom und dann sehe ich schon, ich hoffe auf dem Video erkennt man, dass die Platte jetzt hier vorne zumacht. Ja. Ein Leerlaufregler, was für Funktion hat ein Leerlaufregler? Der Regel bei geschlossener Drosselklappe führt dem Motor nur Luft zu. Ja? Also sobald man nicht aufs Gas tritt, man quasi im Leerlauf ist, die Drosselklappe geschlossen ist, muss der Leerlaufregler Luft zum Motor leiten. Ja? Vereinfacht ausgedrückt. Und sobald man das Gas antippt oder so, muss der hier zumachen und die Drosselklappe arbeitet wieder und die Luftzufuhr wird über die Drosselklappe dann quasi über das Gasverhältnis gesteuert. So, unser Leerlaufregler sieht hier noch gut aus. Den Reiniger messen und schwinden und dann bauen wir wieder ein und dann schauen. So, wieder oben im Fahrzeug. Wir haben unseren Leerlaufregler haben wir jetzt gereinigt. Jetzt setzen wir ihn wieder ein.
So, unser Leerlauf-Regelventil, unseren Leerlaufsteller haben wir jetzt wieder einbaut. Wie vorher schon erwähnt, wir haben hier ein elektronisch angesteuerter Leerlaufsteller, der parallel dazu natürlich auch das entsprechende Steuergerät hat. Das Steuergerät vom Leerlaufregler befindet sich in der Aussparung vom Handschuhfach. Dazu müsst ihr die Schale vom Handschuhfach rausnehmen. Und dann befindet sich es auf der linken Seite relativ weit hinter. Das seht ihr dann schon, kleines schwarzes Steuergerät. Das gibt die Impulse an den Leerlaufregler, abhängig vom Gaspedal, also was der Fahrer gerade macht, was drückt er aufs Gaspedal oder nicht. Steht man an der Ampel und drückt nicht aufs Gaspedal, dann muss der hier, haben wir ja vorher gesehen, unter beim Test mit dem Netzteil, muss der hier ganz aufmachen, um die Luftzufuhr zum Motor zu leiten, weil die Drosselklappe ja dann komplett geschlossen ist. Und wenn der Motor keine Luft kriegt, ja, stirbt ab. Und der regelt es dann, dass der trotzdem noch Luft kriegt und dann noch weiterläuft. Sobald das Gaspedal nur antippt wird, muss der hier wieder zumachen, beziehungsweise teilweise zumachen, weil dann die Drosselklappe das Ganze wieder steuert und quasi die Luftmenge wieder reguliert, beziehungsweise komplett steuert. Ja. So, das wäre jetzt, also dieser Leerlaufregler in Verbindung mit seinem Steuergerät, das wäre jetzt so eine mögliche Fehlerquelle für das sogenannte Sägen im Stand. Ja. Also sprich, der Motor läuft und er kann die Standdrehzahl nicht halten. Sie fällt mal ab, sie nimmt mal wieder zu, fällt wieder ab und so weiter und so fort. Das wäre jetzt eine mögliche Fehlerquelle, die man relativ einfach innerhalb von 30 Minuten, sage ich jetzt mal, mit Ausbau vom Luftfilter selber daheim kontrollieren kann, ja, wenn man ein Netzteil hat, 12 Volt, schließt er da an und dann schaut er mal, ob dieser elektronisch angesteuerte Leerlaufregler nur auf und zu macht. Ja. Wenn er das nicht mehr macht, dann müsst ihr nach einem neuen schauen, beziehungsweise mal reinigen, dann nochmal probieren, ob es dann vielleicht funktioniert oder halt gleich eine neue holen. Ja. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre natürlich für das sogenannte Säge, also das Nichthalten der Standdrehzahl, wäre, dass er irgendwo nur Falschluft zieht. Da müsste mal schauen, ob alle Leitungen, alle Schläuche, alle Verbindungen noch fest drauf sitzen, dass kein Schlauch irgendwie porös ist und da vielleicht Falschluft in diesen ganzen Ansaugtrakt, in diese ganze Luftsteuerung, sage ich jetzt mal, reinkommt. Und dann natürlich auch für fehlerhafte Werte sorgt und dadurch diese Standdrehzahl nicht vernünftig kalt wird. So, wir lassen jetzt gleich mal an.